stimmt. Geputzte Menschen dafür. Herzlich willkommen, ihr geputzten Menschen. Ihr habt es erkannt, der Osterspaziergang von Herrn von Goethe. Zum Beispiel Frühling. Nun ist er endlich kommen, doch im grünen Knospenschuh. Er kam ja immer noch. Die Bäume nicken sich zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum und treiben sie Schuss auf Schuss im Garten der alte Apfelbaum. Zum Beispiel passenderweise Ostersonntag, Osterhas. Osterhas, Osterhas, leg uns recht viel Eier ins Glas. Trag sie in die Hecken, tu sie gut verstecken. Leg uns lauter Rechner, leg uns keine schlechte. Lauter bunte unten oben, dann wollen wir dich bis Pfingsten loben. Rathenau war auch so ein Multifilm, so wie der Hans Kalte. Der wieder die Welt mit Licht unterjocht, der wieder an alle Fenster pocht, die schwarzen Schleier leise zuckt und die Wiesen gelb und weiß getuckt, der junge Herzen einmal eins, der brause Becher neuen Wein, der Schöpfung sinnlich brennend, ja, der ist und was die Kultur betrifft, von Tane stimmt, sein ganzes Dichten, kleines und großes, gelungenes und misslungenes, einigt sich in dem einen Punkt, dass es überall die Liebe zur Heimat atmet und diese Liebe wecken will. Und deshalb ein Hoch auf den alten Schmidt von der Leuchten. Ein kleines Gedicht von Karl Weise, damit Sie ungefähr wissen, wie der so tickte. Als durchs immergrün umschmückte, niedre Werkstattfensterlein goldener Frühstrahl mich erquickte, schloss ihr Kranz mein Liedchen ein. Schüchtern wag ich's darzubringen, vieler Lied wird heute dir klingen, sinniger aller wohl wie meins, inniger aber doch nur keins. Großvater beeilte sich, am grünen Donnerstag besonders als Erster im Gange zu sein. Er nahm seine Stiebrute, die besonders dick und lang war, und begann, alle aus den Betten zu stieben, dass die grünen Blättchen nur so fortstoben. Er lüftete die Bettdecke und haute zu, das konnte ganz schön ziehen. Besser war es, selbst wieder auf den Beinen zu sein und die Familie zu überraschen. Dabei sagte man, Stieb, Stieb, Osterei, gibst du mir kein Osterei, stieb ich dir den Rock entzwei. Die Bestiebten sprangen auf und überreichten, was sie vorbereitet hatten. Am grünen Donnerstag war das Aufstehen immer eine große Jachterei. An jeder Stier hat oben vorn, auf jeder Seite je ein Horn. Doch ist es ihm nicht zuzumuten, auf so einem Horn auch noch zu tuten. Nicht drum, weil er nicht tuten kann, nein, er kommt mit seinem Maul nicht dran. Der Freienwalder Gesundbrunnen liegt eine kleine Viertelmeile vor der Stadt, gegen Süden hin in einem ziemlich von hohen Bergen eingeschlossenen Tal. Die anmutigen Berge sind mit Eichen, Buchen, Fichten, auch niedrigen Baum- und Strauchwerk bewachsen und haben viele gute Kräuter. Die Quellen rauschen, die Sommerfäden ziehen, Bilder kommen und gehen. Dem Ohre klingt es wie leise Musik. Von wann kommt sie? Ist es die Luft, die klingt, oder ist es das? Da gab eine ganz spannende Dichterin, Mascha Kaleko, weiß nicht, ob Sie sie kennen. Sie war 1907 geboren, so in den N20ern, Anfang 30ern, der Shootingstar, oder sozusagen Prenzeldar oder so. Ne? Und die hatte so eine einmalige Mischung aus Melancholie und Heiterkeit. Und die hatte ihren ersten Urlaub hier, was heißt, war mit ihrem damaligen Mann. Und wen wundert's, das Gedicht heißt Der Frühling. Mit duftenden Veilchen komme ich gezogen, auf holzbraunen Käfern komme ich gebrummt, mit singenden Schwalben komme ich geflogen, auf goldenen Bienen komme ich gesummt. Jedermann fragt sich, wie das geschah, auf einmal bin ich da.